Was ist wo und wie komme ich dahin? Sich an der Uni zurechtzufinden, ist am Anfang manchmal schwer. Immerhin kann man hier über 190 verschiedene Fächer studieren und alle sind irgendwo untergebracht. Im KG1 findet ihr vor allem die Geistes- und die Sprachwissenschaften. Viele Fächer haben auch eigene Bibliotheken. Die Bücher hier sind sogenannter Präsenzbestand. Das heißt, die Bücher kann man nur vor Ort lesen und darf sie nicht mit nach Hause nehmen. Die Wege an der Uni können manchmal ziemlich lang sein. Seminare und Vorlesungen sind nicht immer an den gleichen Orten. Und ach ja, auch ganz wichtig für die Tagesplanung, wenn es an der Uni 12 Uhr CT losgeht, bedeutet das, dass es erst um 12.15 Uhr startet. CT steht für Cum Tempore und ist die sogenannte akademische Viertelstunde. Und irgendwann geht es dann los, zum Beispiel im Seminar oder in der Vorlesung. Für alle, die eine zusätzliche Sprache im Studium lernen müssen, bietet das Sprachlabor im KG1 einen ruhigen Lernort. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, im KG1 steht sogar ein echter Flügel.